Stichwort. Ich hatte einen Screenshot gepostet von einem Trainingsplan und dazu geschrieben, es gibt eigentlich nichts Langes, Langsames, sondern immer irgendein Programm. Da habe ich ausgerechnet den ersten und einzigen bisher richtig langen Lauf gepostet, der einfach lang und locker war, nämlich 2 Stunden. 2 Stunden Laufen ist selbst bei dem niedrigen Tempo, was ich im Moment rennen darf, sind es über 20 Kilometer. Warum? Warum beim Laufen? Warum so lang? Ja, also warum beim Laufen erstmal die Frage beantwortet. Wenn es um lange Geschichten geht, sind wir beim Laufen deutlich kürzer als beim Radfahren. Ja, also wenn du eine lange Einheit auf dem Rad machen sollst, dann sind es eher 4-5 Stunden Einheiten. Ja, passt aktuell wieder nicht in das Wetter oder in die Temperaturen, die wir jetzt draußen haben. Und auf der Rolle möchte ich jetzt auch nicht 4-5 Stunden quälen. Das ist lieb. Beim Laufen, wenn man davon lange Einheiten springt, dann sind wir halt bei 2-2,5 Stunden auch in der obersten Kante. Deswegen kann man das Laufen auch ganzjährig eigentlich draußen problemlos durchführen. Und warum jetzt bei diesem ersten langen Lauf nicht großartig Programm drin ist, auch das ist eher wieder eine Frage der Progression. Also im ersten Schritt geht es eher darum, dass wir den langen Lauf ausdehnen. Ja, wir beginnen jetzt bei den 2 Stunden. Ja, und wenn wir dann irgendwann Richtung 2,5 Stunden gekommen sind, ja, das ist auch wieder eine Frage der Dosierung, dass wir da uns langsam rantasten. Und wenn wir dann irgendwann den Lauf erreicht haben, der von der Länge ausreichend ist, dann kommt als nächster Schritt die Qualität dazu. Mhm. Ja, das heißt, dass vielleicht der lange Lauf mit einer Endbeschleunigung beendet wird. Oder dass wir während des langen Laufs immer wieder kurze Intervalle im Wettkampftempo machen. Also im Halbmarathon-Tempo oder im Marathon-Tempo. Ja, das sind dann solche Geschichten. Mhm. Gerade bei dem langen Lauf muss ich sagen, da habe ich es auch. Das war so die Einheit, bei der ich am meisten jetzt gemerkt habe, dass ich was getan habe. Also die anderen sind natürlich durch eine hohe Belastung, wir kommen dann noch auf diese 30 Sekunden Intervalle, auch mal fordernd und man ist hinterher so ein bisschen gehört. Aber bei dem langen Lauf habe ich es tatsächlich muskulär auch gemerkt gegen Ende. Das ist einfach 2 Stunden Laufen, habe ich ewig nicht gemacht bis halt lang. Und das war bisher die mich so muskulär, glaube ich, am meisten gefordert hat tatsächlich. Ja, genau. Also, am Ende geht es ja immer darum, ich möchte einen trainingswirksamen Reiz generieren. Ja? Und wenn du jetzt schon Wochen, monatelang keinen langen Lauf gemacht hast, oder Jahre, das weißt du besser als ich, dann um diesen trainingswirksamen Reiz zu generieren, muss ich dann nicht schon beim langen Lauf irgendwie Intervalle einbauen oder sprinten. Mhm. Da, wie du schon aus eigener Erfahrung jetzt mitteilst, hat schon allein die Länge, war schon ein trainingswirksamer Reiz. Ja? Und dein Körper hat dir direkt das Feedback gegeben, okay, schon Muskelkater gehabt. Ja? Und das ist eigentlich schon das beste Zeichen, okay, es war was Ungewohntes. Mhm. Ja, da muss jetzt nicht noch direkt mit dem Hammer draufgehauen werden. Was nicht heißt, dass es irgendwann kommt. Ja, aber ich möchte natürlich langsam hinführen. Ungewohnter Reiz, hast du gerade gesagt. Manchmal sieht man in meinen Auswertungen halt so ganz krasse Ausschläge. Sind da so 10 ganz, 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 ganz kleine Zacken. Mhm. Und die 3-mal hintereinander. 30-30 steht dann da bei mir. Ich fahre 30 Sekunden, also so auf der Rolle, habe ich es bis jetzt immer gemacht. Radtraining. 30 Sekunden überschwellig in einem sehr, sehr hohen Bereich, 30 Sekunden unterschwellig und das im Wechsel. Genau. Warum? Was bringt das? Außer Spaß oder Leiden, oder? Also das Erste ist, die eine ist natürlich sehr, sehr cool, ja, wie du sagst, das sieht sehr, sehr verrückt aus. Um das kurz nochmal ein bisschen zu präzisieren, es ist nicht nur über- und unterschwellig, sondern, also über- und unterschwellig kann ja alles bedeuten. Wir sind da deutlich überschwellig und dann die Pausen aber auch deutlich unterschwellig. Ja? Also der Schwellenbereich, den tasten wir aktuell gar nicht so großartig an. Das wird dann eher kommen, wenn wir mehr in der Saison drin sind und das alles ein bisschen wettkampfspezifischer noch wird. Daher haben wir jetzt begonnen mit diesen 30-30 Geschichten. 30 Sekunden hochintensiv, 30 Sekunden locker. Da können wir auch den Bogen wieder ziehen zu der Spinne. Ja? Da hatten wir ja festgestellt, so dein aktueller Hauptlimitator, würde ich es mal nennen, den wir in der Leistungsdiagnostik identifiziert haben, war die VO2 Max. Die VO2 Max lässt sich ganz gut über hohe intensive Intervalle ansprechen.
Ja, und auch da wieder haben wir die Zeitkomponente dabei. Du hast nicht unendlich viel Trainingszeit. Du wirst auch mit 6 Stunden Grundlage fahren, die VO2 Max über Dauer hochbekommen. Schließt sich aber bei dir von vornherein aus, weil du nicht so viel trainierst. 6 mal 1 Stunde. Ja, und du siehst deinen Sohn nicht mehr. Und genau. Daher habe ich mich jetzt für den, sag mal, kurzen und glatteten Weg entschieden. Vor allem jetzt auch wieder in Anbetracht der Jahreszeit, dass du weißt, ich ganz klar, okay, du wirst Großteil auf der Rolle verbringen. Und niemand fährt gern länger als er muss auf der Rolle. Daher versuchen wir natürlich, die Zeit, die wir auf der Rolle verbringen, möglichst qualitativ zu gestalten. Und um Was auch. mir auch tatsächlich psychisch echt hilft. Also, ich bin vorher überhaupt gar kein Rollenfahrer gewesen. Ich fand es immer schlimm und habe irgendwie, ich glaube, das Längste, was ich vorher mal auf eine Rolle gesessen habe, waren so 1,5 Stunden mit Fernseher an, Fernseher wieder aus, Musik an, Musik wieder aus, Buch lesen, wieder weglegen und so weiter. Ich glaube, bei Jetzt durch 30, dieses. 30 hast du das aber nicht hinbekommen, oder? Dich noch auf Nee, was hast das du kurz nicht konzentriert? durchgekriegt. Zu kurz. Nee, das ist es eben. Die Einheiten sind so abwechslungsreich, dadurch, dass ich immer was zu tun habe, dass es mir im Moment tatsächlich überhaupt gar nicht schwerfällt. Und die längste Radeinheit auf der Rolle war jetzt, ich glaube, 1,48 von der Gesamtzeit so. Aber da eben auch Aber auch maximal maximal. mal 20 Minuten eine Sache am Stück. Dabei höre ich Musik, sitze in meinem Gartenhaus, weil ich die Runde drin stehen habe, habe also auch noch frische Luft und kann rausgucken, was mir irgendwie wichtig ist, weil eigentlich der Sport für mich ein Naturerlebnis ist, ist es dann nicht. Also hat was Laborartiges, was mir eigentlich nicht so liegt. Aber durch diese Programme, die du mir da immer gibst, ist es tatsächlich so, dass mir echt Spaß macht, auf der Runde zu fahren. Aber das ist ein schöner Nebeneffekt. Das ist Ja. natürlich nicht der Haupteffekt und das Hauptziel, was ich verfolge, sondern das erste Ziel ist natürlich immer erstmal, dass ich dich voranbringe, wenn es um die körperliche Leistungsfähigkeit geht. Aber ja, das bedingt sich halt so in gewisser Art und Weise. Ja? Wenn eine begrenzte Zeit zur Verfügung steht, dann muss ich natürlich gucken, dass die Zeit, die du jetzt trainieren kannst, möglichst effektiv gestalten ist. Und wenn ich jetzt dich 90 Minuten im Grundlagenbereich auf der Rolle fahren lasse, dann ist es eben alles andere als effektiv. Ja? Und als Nebeneffekt ist es halt stinklangweilig auch. Ja. Daher ist das schon bewusst so gewählt, dass wir in dieser kurzen Zeit auch viel Qualität mit reinbekommen.